Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und Rapida für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht's um das Covenant Rare Mount vom Ventir. Und zwar hatte ich euch die anderen drei von den anderen Covenants ja schon gezeigt. Jetzt sind wir als letztes bei dem Ventir Rare. Wir befinden uns einmal hier in Cortia auf den Koordinaten 45, 80. Und hier unten haben wir einen NPC, den wir anquatschen können, um einen Raven zu starten. Hier kommt ihr übrigens hin, indem ihr hier oben im Lager eine Flugroute nehmt, die einmal hier runterführt. Es gibt auch Möglichkeiten, hier mit dem Goblin Gleiter rüberzukommen, aber die Flugroute ist doch wesentlich einfacher. Sobald ihr hier unten seid, einfach hier außen rumlaufen und hier hinter. Und dann stehen wir hier und dort muss dann hier quasi so ein kaputter Mob liegen. Und dort haben wir dann hier diesen NPC, Tröpfchen schimpft sich der, und den können wir einmal anquatschen, wenn wir denn ein Ventir-Char sind. Den quatschen wir jetzt mal an. Und jetzt ist es so, dass ein kleines Event beginnt. Und bei diesem Event wird jetzt hier der NPC da einmal gerappt. Das ist auch unter anderem so, wie das Mount am Ende aussieht. Und da kommen dann hier Wellen von Mobs an und am Ende, wenn die Wellen der Mobs durch sind, kommt ein Rare-Mob, den hauen wir um und dann können wir von diesem Rare ein Item bekommen. Und dieses Item startet wiederum eine Quest und da gibt es dann das Mount raus. Jetzt wollen wir uns mal die Mounts an sich angucken. Ich habe hier schon mal eins rausgezogen. Grabschwinge schimpfen sich die und ihr seht schon, hier sind jetzt nur drei drin. Das buggt im Moment noch ein bisschen. Werden wir gleich sehen. Und zwar gibt es insgesamt vier von diesen Mounts, wie es bei allen Covenants der Fall ist. Und hier ist es so, dass wir einmal hier die erste Grabschwinge haben, die ein bisschen weißlich gehalten mit den roten Flügeln. Das ist die, die wir mit Rumpfstufe 45 kriegen. Die hatte ich ja euch schon gezeigt. Dann die zweite hier kriegen wir, wenn wir quasi bei unserer Dead Advanced Ruf Fraktion ehrfürchtig sind, plus dann 1000 Stygia haben und zusätzlich noch ein Achievement in der Offensive abgeschlossen haben. Und dann haben wir hier quasi noch eine, die schwarze, die ich sehr, sehr nice finde, die wir bekommen, wenn wir, ich glaube, Ruhmstufe 70 sind und 7500 Anima noch bei unserem Ruhmhändler ausgeben. Genau, das sind soweit die drei. Und die vierte, die können wir quasi hier über das Event bekommen. Und ihr seht schon, der Balken füllt sich auch übrigens, auch wenn ihr die Mobs nicht bekämpft. Ihr könnt theoretisch hier anquatschen, euch hier hinten hinstellen, bisschen AFKen und warten, bis der Rare kommt. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt an, was wir für ein Item brauchen. Und das hatte ich nämlich hier auf meinem anderen Ventir-Char bekommen. Ich habe es ein bisschen gefarmt gehabt. Und da gibt es nämlich eine Quest. Das Item haben wir hier einmal. Grab, Schwingen, Kristall schimpft sich das. Ich habe ihn wirklich oft umgehauen. Bestimmt so 20, 30, 40 Mal irgendwas so um den Dreh rum. Ich schätze mal, das Item hat so irgendwas zwischen 1 und 10%. Leider haben wir da noch keine guten Daten zu. Vielleicht wird da auf WoW-Head dann später noch was folgen tatsächlich. Gut, also das Ding haben wir gelootet von dem Rare. Und das können wir einfach hier im Lager abgeben, wie es bei den anderen Rares auch schon der Fall war, beziehungsweise in anderen Quests von anderen Covenants. Und hier kriegen wir dann einfach das Item. Zack, haben wir abgegeben. Und jetzt ist es wichtig, wenn wir das gleich lernen, werden wir das wahrscheinlich hier nicht im Buch finden. Das nimmt sich meisterhafte Grabschwinge. Die lernen wir jetzt einmal. Und dann suchen wir die mal. Grabschwinge. Und ihr seht schon, die ist hier nicht drin, weil die buggt. Ja? Da müssen wir jetzt einmal einen Befehl eingeben. Und zwar wahrscheinlich Use. Und dann meisterliche Grabschwinge. Jetzt muss ich mal gucken, ob das geht. Da muss man dann genau das eingeben. Ah, okay, ihr seht, also ich kann es über einen Chatbefehl eingeben, also Use und dann meisterliche, meisterhafte Grabschwinge, so rum, nicht meisterliche, sondern meisterhafte Grabschwinge und dann können wir aufmounten. Ist jetzt ein bisschen blöd gemacht, also übers Mount Journal, wie ihr gesehen habt, kann man es im Moment nicht aufmounten, aber wenn man es quasi über den Chat eingibt, also ich zeige es jetzt nochmal hier, mounten wir nochmal ab, also Use oder man kann wahrscheinlich auch im Englischen benutzen eingeben, im Deutschen so rum, meisterhaft. Schwinge. Ich muss immer gucken. Da haben wir uns irgendwo vertippt. Use meisterhafte Grabschwinge. So, dann castet er das. Also so geht's. Das buggt halt im Moment noch ein bisschen. Leider, ich weiß auch nicht, vielleicht fixt das Blizzard irgendwann jetzt mal die nächsten Tage noch. Also wenn ihr euch das Mount geholt habt, nicht wundern.
spackt halt ein bisschen rum. Genau. Jetzt können wir nochmal auf meinen anderen Chart zurückgucken. Ah, okay, der Rare ist gerade aufgetaucht und wurde auch schon getötet. Da haben wir jetzt ein bisschen zu lange gebraucht. Aber das ist der Rare, der das dann droppt. Sonderlich stark ist der tatsächlich nicht. Und wie ihr seht, auf dem Chart habe ich 22 Tries, beziehungsweise auf dem Account, auf dem anderen auch nochmal sowas rum. Also es waren schon wahrscheinlich so um die 40 Tries, bis ich das Ding gekriegt habe. Ja, das ist soweit zu dem Mount. Jetzt sind wir mit den ganzen Covenant Rare Mounts durch. Und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn ich das nächste Mount ergattert habe. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt. Euer Tela, bis dann. Ciao.